ist noch cool. Da hat es einfach so viel Honig. Honig ist eh lecker. Honig ist viel besser als Zucker. Die kann man eigentlich viel besser süßen. Welche Herausforderung? Zeitspiel! Okay, Bienenwagen, Bienenkörbe, Bienen und die bootfahrende Ähre. Okay. Ja, stimmt, in jedem Level ist die gleiche Musik. Also das fand ich im Gameplay immer noch viel cooler, weil da hatte ja jedes Speziallevel eine eigene Musik. Da dachte ich immer, ich muss das vorher schon spielen, damit ich sie abfackeln kann. Weil das war so. Du musst das jetzt abfackeln, sonst geht das nicht. Du bist Jäger! Yay! We love Jäger! Oder Hunter, wie auf Englisch ist. Da sind so manche, diese fetten Mündeln, da muss ich auch noch kaputt machen. Oder Bienen, obwohl die sind so aus von dem Leid. Auf schöne Blumen, die ein bisschen rot sind. Aber die Bart hier sind das ihre Zellen. Das sind ihre Zellen. Ich dachte mal, das wäre ein Bart. Ja, bärtige Bienen, das gibt es in meiner Welt. Das nicht. Okay, danke. Den Honigfluss. Nein! Den Honigfluss fallen, weil das wäre dann böse. Weil das ist dann quasi Wasser. Das ist, das ist Fail. Das ist gerade Felxi. Und ja, wir wissen, was passiert, wenn man ins Wasser fällt. Game over. Mach alles von vorne. Muahaha. Neun. Okay, sehr gut. Puh, ich dachte schon. Ich bin halt super. I'm a gamer to die for. Hoppala. Egal. Geschafft. X-Taste drücken. Deine Zeit, Bestzeit, neue Bestzeit. Yeah, wir sind halt gut. Kein Ding, Sparks, kein Ding. Also ich bin noch ein bisschen Libelle. Chris! Chris, machen wir. Eine Brille an, wuhu! So, rennen gegen die Hummeln. Diesmal sind deine Gegner ein Schwarm Riesenhummeln. Der Rest ist dick. Ein Schwarm Riesenhummeln. Sollte eigentlich kein Ding sein. Kein Wissen. Ich find's doch lustig. Physikalisch gesehen, also physikalisch gesehen, sollten Hummeln nicht in der Lage sein zu fliegen. Aber sie tun es doch. Das ist so cool. Ich finde es so cool, einfach die Natur. Naja, ich will mal Biologie studieren. Das merkt man sofort. Was ist das denn für ein Zauber? Das gibt's doch nicht. Was ist das denn für ein Dialekt? Nein, das heißt nicht Schwitzelmütsch. Nein, nein, das heißt nicht. Schwitzelmütsch ist doch Spitzelmütsch. Ja. Ach je. Das sind auch in Erinnerung. Eine rote Hummel. Rot ist doch die schönste Farbe. Meint ihr nicht? Oh, das war dumm. Nein, das war nicht dumm. Haha, es war nicht. Es war dumm! Mann! Was soll ich noch zu Ken sagen? Ich meine, das ist ja klassiker, was wir hier machen. Und zwar als erstes. Nein. Okay. Wir müssen erste Pferd rein. Meine Sätze machen heute noch weniger Sinn als sonst. Oder? Oder kommt mir das nicht so vor?
Ahnung, heute war so viel. Komische Tage. Nein, das liegt nicht an der Chemiestunde. Wir haben zwar Alkohol und Wein destilliert. Und dann irgendwie. Eigentlich hat sie vollkommen nicht zu werden gelernt, wenn man Alkohol destilliert. Und schlechten Dumm. Sehr dumm. Das werde ich die erste. Trotzdem ist man lustig. Ich mag uns gerade nicht mehr, weil ich das wurde. Der ist cool. Also, ja, cool, wie man es halt nimmt. Nicht wie so ein Chemielehrer ist halt cool. Ja, das ist halt genial. Ja, ich habe ihn getroffen. Wuhu! Ich werde Erste. Das ist halt so cool. Rot sollte die erste sein. Rot ist doch so eine Powerfarbe. Rot ist wirklich Power. Blau ist eher so eine Bipo-Farbe. Ja, finde ich jetzt persönlich. Ich meine, es gibt auch Blaus, die doch richtig coole Farben sind. Und es gibt Rots, die doch auch ein bisschen. Es gibt halt so. Es kommt alles auf die Sättigung an und so. Sehr gut, wir haben auch hier gewonnen. Kein Ding. Wir sind halt super. Okay, Sparks. Diese dummen Hummeln hätten es besser wissen sollen, als ein Drachen seinen Flugrennen herauszubauen. Ich stimme dir dazu, aber trotzdem. Du kannst dich einfach beleidigen. Henry! Mit I! Nicht Y! Safe-Lan! So, jetzt noch schnell! Lass mich die Jäger machen! Und... ja, lass mich. Lass mich, Sparks. Und dann beende ich die Aufnahme heute, weil ich den Screen fast nicht mehr sehe. Alter! Hallo Jäger, wie geht's dir? Lange nicht mehr sehen, Pass auf, Spyro! Da ist ein echt großes Schaf-UFO! Und es ist hinter mir her! Ich habe ein Drachenei ergattert, das es entführen wollte. Und nun ist es auf Rache aus. Ham. Und nun sind es auf Rache. Er sagt, nun ist es auf Rache aus. Ja, ja. Warte hier. Gut. Ich locke das UFO zum Honigfluss. Soll die Jäger versuchen? Ja, los. Ich gebe die Deckung, indem ich mich verstecke. Okay. Hier komme ich. Jäger. Übertreibt die ganze Zeit. Ich hasse das, das ist so böse. Weil ich lande jetzt auf dem Baumstamm. Ich muss einfach so. Ich bin so gut. Man darf die Sachen einfach. Man darf nicht in die Sachen reinfahren. Was mache ich? Ich fahre volle. Ich darf nicht rausspringen? Natürlich nicht. Ist klar. Ah, ja. Weil man wird einfach langsamer und das ist dann schlecht, weil dann... Ja, pass auf, Spyro! Da ja, gut. Ich bin so lustig, sonst hat er alle möglichen Gadgets und alles. Und hier fährt ein, wer weiß, wie alt... Ich hab X gedrückt. Ja, ja. Jäger hat Flora dir mal wieder verboten, Sachen zu. Ah, ich hab Steinland. Ich hab Steinland. Gefährliche Sachen zu benutzen. Oh, das gefällt mir nicht. Das will mir nicht gefallen. Das will es nicht. Ah, Hilfe. Ah, ich sterbe, du Idiot. Aus welcher Serie ist das? Nein! Der! Boom, Baby! Aha! Hast du das gesehen? Niemand ist schneller als ein Gepard! Und guck, ich habe nicht mal dieses Ei fallen lassen! Du hättest es einfach mehr geben können? Hallo, Nori! Hast du jetzt eine Gehirnerschütterung? Nein, ihm geht's gut, okay. Trotzdem, Jäger, so verantwortungslos.
So, Sparks, wir sind hier fertig. Level beenden. Ja, leider bin ich schon fertig. Ha, hat wieder Spaß gemacht. Yay! Ha, zurück nach Abendsee. Sehr gut, so. Ha, ich sag nochmal, das war's dann für heute, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge von Spyro wieder. Wo wir dann noch die Feuerwerke zu Ende machen. Nachdem wir den letzten Charakter da, unseren letzten Freund retten. Tja, bis dahin haltet die Ohren steif, Leute. Man hört sich. Tschüss.